Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Phasmophobia. Mit dabei sind diesmal Grimms und Moon. Hallo. Hallo. Und das live. Dann sind wir wieder auf der neuen Map unterwegs. Gucken wir doch nochmal an. Gehen wir die ganzen nochmal eine ganze Chance. Vielleicht haben wir ja diesmal noch einen cooleren Spot. Zum letzten Mal. Hm? Was denn jetzt? Achso, ich dachte, du zündest den Wagen hier an. Geh mit meiner Kerze. Und meiner Kerze mit mir. Was willst du mit der Kerze? Aber was willst du mit der Kerze hier draußen, als ob die nicht ausgeht? Hier ist 1,2. Ist das wichtig? Ja, aber da war nichts. Da war es? Also hier im ersten Zelt ist aber ganz schön kühl. Richard Brown mag Gruppenkuscheln. Ja, stimmt. Das stimmt, aber hier ist, ich würde schon sagen, hier am Anfang ist schon ganz schön kühl. Wie viel denn? Also 1,5. Also hier so der Bereich. 1,1. 0,8. Voll, der Wald am Anfang ist. Schneit aber auch ein bisschen, oder? Ein bisschen, ne? Kann sein, dass generell kalt ist. Kommt manchmal so kleine Flocken. Was ist die ganze Zeit hier mit den Kerzen? Pack da mal ein EMF hin. Ist aber schön gemütlich hier. Ist es. Wo mach ich denn auch immer? Kann das sein, dass wir ein Problem haben, gerade mit dem Temperaturdings draußen? Warum? Weil ich hier beim Platz laufe und jetzt hier zwischendurch einfach mal immer überall 1,7 und so. Ich glaube, weil es wirklich hier draußen irgendwie am Schneien ist und dadurch dieses Kühler. Hier ist einfach mal 2,7 zwischendurch, dann ist man bei 6,1. Aber das EMF-Gerät hat auch irgendwo. Warte, wo hast du am Anfang denn was gehabt? Ganz am Anfang, am ersten Zelt. Hier ist halt auch 1,8, das ist halt egal, wo du guckst. Was machst du da drin? Ich hab dich schon von weitem lachen gehört. Aber vielleicht ist das hier doch nicht. Da war gerade schon mal 0,8. Hier ist 0,7. 1,2. 2,6. 0,8. 1,2. Bunk, und ich habe hier 0,7 wieder. Also das ist, glaube ich, generell die Temperatur draußen.
Kannst du Grimms fragen? Ich hab das Zelt nicht zugemacht. Wer hat die Kerzen aufgemacht? Du warst da. Wieder dunkel haben. Ist doch schon ein bisschen spät. Gib uns ein Zeichen. Mir bitte nicht. Schalalala. Schalalala. Da ist kein Hund oder ein Kind. Weiß ich nicht, vielleicht hat er ja Fable. Hat der Fable gespielt? Als Hund zu fühlen. Vielleicht ist er ja auch innerlich so ein Werwolf. Hat er auch Gothic gespielt? Weiß ich nicht. Muss ich mal fragen. Mach mal. Ihr schlägt aber auch nirgendwo EMF mal aus. Lampe ist wieder an. Das ist auch schön, dass du mit deinem Teelicht da rumrennst hier mit deinem Feuerzeug hier. Das Haus? Nee. Habt ihr irgendwelche neuen Informationen bekommen? Ist das so ruhig? Nicht cool. Hallo? Nutzt hier keiner mehr Funk? Geister studieren. Nö, weil du doof bist. Was? Richard Brown. Oh, Richard Brown. Wo bist du? Wie alt? Wer könnte man hier drin nochmal die Temperatur messen? Weil draußen Temperatur messen ist gerade irgendwie. Steht da gerade jemand? Was? Ist da gerade jemand gestorben? Thomas? Ja, hier ist halt ein Ball bei mir geflogen. Warte. Ich habe gerade auf einmal so ein ich hab grad einen Herzschlag gehört hier im Haus. Scheiße, die Tür geht. Ich hab ein Problem. Ich glaube, der ist im Haus drin. Ich glaube, ich habe Angst. Ich glaube, ich habe einen Herzschlag gehört. Der war die ganze Zeit bei mir auf, ja, und irgendwie ging die Tür nicht zu, auf, meine ich. Ja, weil der gejagt hat. Ich glaube, Krümmels ist tot. Ja, habe ich ja vorhin doch schon gehört, weil ich so gehört habe. Ja, was hat der denn gemacht? Wo ist der? Das ist ja von Vorteil. Ich will auch. Ja, Grimmel ist tot. Ich hab's doch richtig gehört. Kann man auf der Karte sehen, wo?
Nee. Na toll. Nee, ich hab's auf einmal gehört, weil ich war im Host und auf einmal höre ich dieses. Warum hat denn das Licht nicht geflackert? Ich hab keine Ahnung. Ich muss erstmal hier kurz pillen. Okay, wenn wir rausfinden, wo Grimmes ist, dann haben wir vielleicht auch schon eher die Chance, dann wissen wir auch, wo der kommt. Ich nehme meine Kamera mit. Ja. Ich such mal den Zeltplatz ab. Ja, und ich such mal die Zelte ab. Immer so ein Feuerzeug liegen. Liegt der vielleicht hier drin? Er ist hier. Hä, wo? Lang geflogen. Ja. Da drinnen ist der. Oh, der steht aber gemütlich da. Bist du hier? Wie alt bist du? Weil wir wissen noch gar nichts. Rede mit mir. Wo bist du? Wie alt bist du? Ich habe auch keine Ahnung, von wo der gekommen ist oder warum Grimmes auf einmal tot war. Ich habe nur ich war im Haus drin und habe auf einmal dieses gehört. Ich noch, hä? Ja. Und dann war ich im Haus und habe auf einmal den Herzschlag gehört. Ja, ich hol mal das EMF-Gerät. Komm ich doch. Muss ja instant bei Grimmes gewesen sein. Der konnte ja nicht mal irgendwie Bescheid sagen, dass da irgendwie kommt oder irgendwas oder. Naja, gut, Funk geht ja dann auch ja, nicht mehr. Das Problem war einfach auch, dass wir nicht mal gehört haben, also nicht mal gesehen haben. Nee. Dass die Lampe geflackert hat. Ich kann mir vorstellen, dass er so gemacht haben, dass er nicht mehr bei jedem so ist, dass er flackert oder dass der Funk nicht mehr geht. Dass du darüber nicht mehr rausfinden kannst. Er gibt uns ein Zeichen. Er gibt uns ein Zeichen, Grimmes? Ja, mit dem Ball. Warte, wo? Warte, ich komm. Ah. Alter, hab ich mich erschrocken, was war das? Alter, was war das? Wenn du damit sagen willst, dass es hier ist, dann pack den Ball jetzt mal zu diesem roten Gefäß da. Okay, hier. Aha. Alter, was ist denn hier gerade kaputt gegangen? Keine Ahnung, hab ich mega erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Meine Kamera und so was. Warte mal, ich mach mal die Cams hier schon mal fertig und stell die hier hin. Ah, ich bring schon mal rein und ich pack mal so ein grünes Licht ein. Ja. Uff.
weiß nicht, was da für ein Glas war. Ja, es war einfach so ein Jumpscare. Hab ich ja noch nie hier gehabt. Ja, ich hab die ganzen Camps. Ja, ich guck noch, was ich sonst mitnehmen kann. Man kann immer nur eine Kamera mitnehmen, ich nehme immer noch ein Buch mit. Ah, Moment, ich komm sofort. Ah. Ah, hat gerade bei dem Auge gehabt. Oh nein. Warte, ich nehme nochmal Salz. Wir brauchen nämlich Salz. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Also irgendwann, wenn ich gleich weg bin am besten. Da kannst du reinschripseln. Mit dem Salz da oben drin. Hätte ich hier ein Problem. Rabbelt irgendwas an. Mach das Licht aus. Komm schon, mach das Licht aus. Komm, du magst das Licht doch nicht, oder? Bist ja jetzt nicht so ein großer Freund von Licht. Licht aus. Mach das Licht aus. Nicht? Hm? Bock? Licht, nicht? Ne? Ne? Nicht? Licht aus? Hallo? Gleich aus, ne? Ich geh mal kurz. Hast du mir jetzt eigentlich schon einen Hinweis? Nicht, dass ich wüsste. Es ist langsam Ausschlag auf 2. Oh, 2 ist ja noch nicht. Ich wollte nur sagen, weil ich dreh mich halt jetzt mal kurz um und sehe das nicht. Oh. Sich frei austoben kann, aber irgendwas Schönes reinkritzeln oder so. Und einfach mal die ganze Kreativität falten lassen hier. Ne, walten lassen. Walten. Schreib in das Buch. Mach das Licht aus. Achso, warte, ich habe das falsch genannt. Mach das. Nee, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, der ist gerade am Kritzeln. Ist immer so schwer, wie einen Schneeflocken zu sehen. Der ist gerade am Kritzeln und ist hier reingelaufen. Ich muss mal kurz los. Ist nicht gut. Alles gut, der jagt gerade. Was? Der jagt gerade nicht. Ach so, weil in dem Moment, als du gesagt hast, der jagt gerade, ist das nicht mehr angekommen und das Licht ist bei mir ausgegangen. Ich so, was?
Also gerade das Licht angelt, ist ausgemacht. Liegt da was rum? Oh, warte mal, da ist ein Orb. Oder ist das Schnee? Nein, wir wissen nicht, ob das Schnee ist oder Orb. Ja, deswegen sag ich ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein Buch. Okay, ich guck mal kurz, ob ich Orbs finde. Oh, das ist ja richtig schwer zu sehen. Cool. Mhm. Andererseits, da hinten ist ein... Doch, ich hab... Ich, doch, da hinten ist ein Orb, wir haben Orb. Ja, ja, da hinten fliegt ein fliegt ein Ding von links nach rechts und immer nach oben. Da ungefähr, wo du gerade bist, rechts erzählt davon. Da kannst du so nicht sehen, aber er ist ein Orb. Mare oder Revenant? Ich glaube, die Tür ist zu. Oh oh. Noch da? Hallo? Hallo? Oh Gott. Oh Gott! Der hatte mich fast, ich bin abgehauen, ich konnte abhauen. Okay, krass. Alter! Der ist super schnell unterwegs. Mann, ich sag nicht, das ist ein Revenant. Wenn er richtig schnell unterwegs ist, dann... Ja, die Friertemperaturen, ja, haben wir eigentlich überall eigentlich. Oder die Box, also wir müssen die Box nochmal probieren, wenn in der Box nicht kommt, nichts kommt, ist halt, sind halt die Temperaturen. Ich glaube, da liegt alles auf dem Platz, ne? Boah, so, ich will einmal ganz kurz... Warte, wir haben Orbs, hast du gesagt. Gut. Ja, wir brauchen oh, Orbs oder Temperaturen. Okay, ich muss immer ganz ausschnaufen, ey. Boah. Na! Auf mein Teddy entgegenzuwerfen. Hast du die Box irgendwo? Mann. Okay, ich geh jetzt mal raus. Ah ja. Du bist um die Ecke gekommen. Ach, gut, ne? 14%, 12, mhm, cool. Also. Wenn wir uns überlegen, kalt ist es überall? Oder der Typ wird in der Box reden?
Ich habe nur keine Box mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo die ganzen Boxen sind. Wo sind die? Die liegen hier unterm Boden? Ah, die liegen auf dem Boden. Geil. Also entweder... Ich kann es ja nochmal riskieren, kann aber eklig werden. Also ihr könnt ja schon mal irgendwas auswählen, wenn ihr Bock dazu habt. Ich will auch schon mal irgendwas aus. Also ich sag erstmal Revenant. Warte mal, Revenant hat nochmal die Eigenschaften gehabt, dass er schnell war, aber was war das andere? Temperaturen. Dann sollte der auf der Boxer nicht reagieren. Ich will da nicht nochmal hin. Ja. Cool. Super. Der mag mich. Einfach mal eine Kappe auf, dann sehe ich zumindest, ob der gerade jagt oder nicht. Wie heißt du? Wie heißt du? Wo bist du? Wie heißt du? Das Ding reagiert nicht auf mich. Hallo? Wie heißt du? Doch, hab ich keinen Bock drauf. Das reagiert nicht. Ja, ne? Wie gesagt, könnt ihr euch noch dann. Was denn? Habt ihr einen Hinweis, irgendwas? Wisst ihr vielleicht irgendwie mehr als ich? Ich habe keine Ahnung, wie fliegt ein Kegel rum. Cool. Ach, keine Ahnung. Ganz schön kalt raus, ne? Also Gefriertemperaturen sind, glaube ich, überall. Und in der Box soll er nicht reden. Irgendwie funktioniert die Box bei mir nicht. Warte mal. Wie heißt du? Er zeigt uns an. Gib mir ein Zeichen. Stinkst du? Hallo Spiel. Das Ding zeigt mir nichts an. Ich gehe da jetzt nicht nochmal rein, aber das sollte mir dem anzeigen. Hallo. Wie heißt du? Wie heißt du? Der zeigt mir nicht an, ob der was erkennt oder nicht. Hallo. Noch. Kann man den nicht mal ausschalten, wenn er am Boden liegt? So, tschüss. Ja, keine Ahnung, konnt ihr euch überlegen, ob er jetzt hier, was war das gewesen? Ein Revenant oder Mare? Ich würde sagen, Gefriertemperaturen. Also nehme ich. Und ich, weil es dadurch halt auch ein Revenant ist und weil der relativ schnell gejagt hat. Weil der war von auf einmal so schnell irgendwie gefühlt gewesen und Grimms war ja irgendwie instant weg gewesen. Deswegen nehme ich mal ein Revenant. Also ich weiß nicht, ob er mich gehört hat. Also ich nehme Revenant, könnt ihr euch überlegen. Dann... Ja, mal schauen. Wie gesagt, ich will noch Mare nehmen. Mare ist dann halt die Box. Aber die Box wollte irgendwie nicht gerade bei mir drauf reagieren. So. Ganz schön kalt hier. Machen wir mal den Laden hier dicht. Ja! Yay, Mare. Das war's in Mare. Ja, weil
sie hat sich nicht so schnell bewegt. Und zweitens, du kannst, wenn, also du sollst sie nicht fragen, wie sie heißt, weil darauf gibt sie keine Antwort. Sie gibt halt nur Antworten auf, wie alt bist du, wo bist du. Also, ja. Ja, aber da kam ja gar nichts irgendwie als Antwort. Also, da hat mir auch nicht angezeigt, dass er mich erkannt hat, so. Das zeigt er nicht mehr an, das siehst du nur noch an dem X. Wenn das X leuchtet, dann hat er das erkannt. Der hat ja nichts erkannt, also kein X. Der X hat da nicht geleuchtet oder so. Deswegen. Na gut, dann war die Box vielleicht verbuggt. Hatten wir nicht noch eine zweite? Ja, ich habe ja beide probiert. Ich weiß auch nicht, wo die war. Bei mir gingen beide nicht. Also ich habe immer auf das X geguckt, aber da hat nie irgendwie irgendwas erkannt davon. Deswegen dachte ich, ja, ist ja cool. Und konnte man irgendwo sehen, ob da ein Marker ist oder nicht, oder? Ich habe es jetzt einfach daraus geschlossen, weil er so langsam gehandelt hat. Ich dachte, er hat zu schnell, weil du auf einmal so schnell down warst. Ich war einfach in der Nähe von ihm. Ach so. Und hab mich dann im erstbesten Zelt versteckt und deswegen war ich tot. Ah, okay. Ja, dann habt ihr recht gehabt. Ich hatte nicht recht. Und wenn ihr von den Zuschauern recht hattet, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Könnt ihr mal sagen, was ihr gedacht habt, was es war. Falls ihr gerne mehr Phasmo sehen möchtet, dann schaltet gerne wieder ein. Abo, Glöckchen und Like natürlich nicht vergessen, wer da möchte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.